Und bei mir im Studio ist Hubert Zimmermann, Politologe. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie noch bei uns sind und uns erläutern, was da heute passiert. Ist das mehr als ein Symbolgipfel heute oder ein Symboltreffen in Brüssel? Naja, auf jeden Fall. Es geht ja darum, jetzt wirklich ja, in der Asylpolitik, in der gemeinsamen Asylpolitik voranzukommen. Er hat eine ganz erhebliche politische Bedeutung für einige der Leute, die da anreisen, für Angela Merkel, das ist ja bekannt aufgrund der innenpolitischen Situation, und natürlich auch für die italienische Regierung, die ja jetzt neu angetreten ist und bei der eben dieses Migrationsthema eines der absolut zentralen Themen ist. Angela Merkel muss bilaterale oder will bilaterale Abkommen mit anderen Staaten absprechen. Unter anderem sicherlich auch mit Italien, das wäre zumindest nicht ganz unwichtig. Ja, ziehen die eigentlich aber nicht an einem Strang. Die neue italienische Regierung möchte nicht das, was Angela Merkel will, möchte Flüchtlinge auch drastisch reduzieren. Ist da eine Chance, überhaupt auf einen Nenner zu kommen? Also wenn, dann wird das relativ lange dauern. Man ist ja jetzt in einer wirklich unangenehmen Situation, dass man jetzt mit dieser Regierung ausgerechnet verhandeln muss, die ja wirklich eine Ausrichtung hat, die jetzt mit der von Angela Merkel überhaupt nicht übereinstimmt. Aber das muss man sich wohl selbst auf die Fahne schreiben. Es gab ja schon viele italienische Regierungen, die darauf hingewiesen haben, dass Italien mit diesem Migrationsproblem allein gelassen worden ist. Derselbe Fehler wurde ja auch beim Brexit gemacht. Auch da hat man Cameron ja in der Frage der Arbeitnehmerfreizügigkeit nichts gegeben. Und jetzt ist Angela Merkel eben in einer politischen Situation, wo sie versuchen muss, mit dieser italienischen Regierung eine Lösung zu finden. Das wird aber wirklich natürlich ganz schwierig werden, weil natürlich die neue Regierung sehr stark darauf drängen wird, die Flüchtlinge radikal zu reduzieren, keine Rücknahmen mehr zu machen. Und bis man da vielleicht einen Deal gemacht hat, der ja vielleicht finanzielle Zusagen beinhaltet, vielleicht auch in Verbindung mit der Euro-Debatte, das wird sehr lange dauern, und ob sie so lange Zeit hat, das ist zweifelhaft. Das ist die große Frage, die ich Ihnen auch gerade stellen wollte. Angela Merkel hat ja die CSU quasi im Rücken sitzen, ja. Die drängelt. Die hat auch letztendlich dafür gesorgt, dass es heute ja also indirekt diesen Gipfel gibt, diesen Mini-Gipfel. Markus Söder hat heute etwas getwittert, der bayerische Ministerpräsident, und zwar steht dort: Bayern, wir stehen zu unseren Überzeugungen, wir brauchen eine echte Asylwende in Deutschland und Europa. Dazu gehört der bessere Schutz der Grenzen. Für die letzte Forderung dürfte er doch sicherlich Mitstreiter finden, oder nicht? Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, er hatte ja schon sozusagen die alte Grenzfreundschaft mit Österreich wieder in Kraft gesetzt. Und es gibt da ja so einige Kollegen in Europa, die auch so in diese Richtung gehen. Also da wird er mit Sicherheit auf viel Freude oder Freunde stoßen. Aber es wird natürlich schwierig werden, das europaweit umzusetzen, so ein neues Grenzregime, weil das würde natürlich das Ende der Reisefreiheit oder beziehungsweise der Freiheit, ohne Pässe zu reisen, bedeuten. Ende des Schengen-Systems. Und das ist natürlich etwas, was sowohl also wirtschaftlich als auch natürlich für die Bevölkerung vermutlich sehr schwer zu vermitteln sein wird. Also das sind sehr radikale Lösungen. Das nicht unbedingt praktisch umsetzbar ist in vielen relativ offenen grünen Grenzen in Deutschland. Ja, also es müsste ja praktisch eine neue Grenzagentur her, oder die Grenzsicherung müsste ganz neu organisiert werden, wieder neu aufgebaut werden. Also wie er sich das vorstellt, weiß er wahrscheinlich selber noch nicht so genau. Aber auf jeden Fall ist das auch wieder ein Projekt, das natürlich sehr auf lange Zeit ausgerichtet sein muss. Also möglich sind jetzt ja nur kleinere Schritte. Man hat ja eine gewisse Atempause dadurch, dass jetzt der enorme Migrationsdruck abgeflaut ist. Und insofern ist vermutlich die merkelische Politik, jetzt mit kleineren Schritten voranzugehen, so sie das denn schafft, vermutlich doch schlauer, als hier mit einem Großschlag Europa und die eigene Regierung zu sprengen. Jetzt scheint es innerhalb der EU mittlerweile ja neue Achsen zu geben. Die Visegrad-Staaten gemeinsam mit Österreich, gemeinsam mit Italien, hätte man vielleicht vor 3-4 Jahren auch nicht unbedingt für möglich gehalten. Parallel dazu Deutschland, Frankreich, Spanien. Ist das jetzt so eine neue Grenze, die durch Europa verläuft?
Also, ich glaube schon. Also, das sieht doch sehr stark danach aus. Es gibt halt einige Staaten, die ja noch relativ positiv der europäischen Integration gegenüberstehen und andere Staaten, die sich mehr und mehr abwenden, die dann auch die entsprechenden Regierungen wählen. Das hat man schon in der Euro-Krise gesehen, das sieht man jetzt in der Migrationskrise wieder, das sieht man auch in anderen Themenbereichen wie gemeinsame Verteidigungspolitik und so weiter. Also meine Vermutung ist, dass sozusagen ein Europa der getrennten Geschwindigkeiten, dass es also einen Kern geben wird, der voranschreitet und ein anderer Kern, wo vielleicht gewisse Integrationsfortschritte sogar abgewickelt werden. Ich denke, dass es in diese Richtung gehen wird. Europa der getrennten Geschwindigkeiten zu den, ja, sagen wir mal, langsameren könnten auch die Visegrad-Staaten dann gehören, die ja eher blockieren, was Asylpolitik angeht, die dem Gipfel heute auch demonstrativ fern geblieben sind. Wie sinnvoll ist eigentlich so ein Gipfel, wenn diejenigen, die ja eigentlich auch mitsprechen müssten und ihr Anliegen eben darlegen müssten, gar nicht da sind, dann aber beim offiziellen Gipfel am kommenden Donnerstag antreten und möglicherweise all das sprengen könnten, was heute, ja, verabredet wurde? Naja gut, Sie können ja nur sagen, Sie würden nicht mitmachen bei einer gemeinsamen Politik. Das ist mehr oder weniger das, was Sie sowieso schon die ganze Zeit gesagt haben. Und dann würde eben das eintreten, was ich eben gesagt habe. Würden eben multilaterale Abkommen, also eine Gruppe von Staaten oder vereinzelte bilaterale Abkommen eben in der Migrationspolitik geschlossen werden. Die Visegrad-Staaten würden da eben außen vor bleiben, müssten aber eben damit rechnen, dass sie auch bei anderen ja, Integrationsschritten, die ihnen dann vielleicht Vorteile bringen würden, eben nicht mehr so große Beachtung finden. Das heißt, die Sanktionen, die schon länger mal angesprochen wurden gegenüber eben diesen Staaten, die könnten tatsächlich irgendwann aktiv werden. Wie schmerzlich oder wie drastisch könnten die ausfallen? Naja, vermutlich jetzt nicht so drastisch, dass Regierungen stürzen, aber man könnte jetzt im Hinblick auf die Strukturhilfen und europäischen ja, Zahlungen eben durchaus empfindliche Verluste hinnehmen müssen. Und das ja, würde auch diese Regierung wahrscheinlich hart treffen. Es ist ja jetzt sowieso ja, mit der Debatte um die ja, mangelnde Demokratie oder den Rückschritt der Demokratie in einigen dieser Staaten diese Sanktionsdebatte schon lange in Gange. Und wenn man sich dann von bestimmten europäischen Politiken so deutlich ausschließt, dann kann man eben auch nicht mehr erwarten, dass man ja auch die europäischen Wohltaten auf diese Art und Weise bekommt. Macron hat es ja überdeutlich heute gesagt. Ist die Frage, ob die anderen Staaten dann mitmachen. Das haben wir nicht nur Merkel und Macron was zu sagen. Aber apropos Macron, der hat gemeinsam mit dem spanischen Ministerpräsidenten Sanchez geschlossene Sammelzentren innerhalb der EU gefordert. Ich fand, das habe aufgehorcht, war überrascht. Das hätte man ihm eigentlich auch nicht zugetraut. Oder ich finde es einen bemerkenswerten Vorschlag aus seinem Mund. Ja, also man unterschätzt das vielleicht. Also auch Macron fährt eine relativ harte Einwanderungspolitik. Also in Italien und Frankreich sind ja da schon seit längerer Zeit ganz schwer ja, am Clashen sozusagen miteinander. Und insofern auch Macron versucht, Handlungsfähigkeit zu zeigen in der Migrationspolitik. Und deshalb ist das eben ein Vorschlag. Also er hat ja nicht den Vorschlag gemacht, dass diese Zentren in Frankreich sein sollen. Also das hätte der Verwirklichung wahrscheinlich geholfen. Also das ist noch ein weiter Weg dahin, bis sich bestimmte Staaten eben dazu bereit erklären. Aber insofern, das liegt durchaus auf dieser Linie. Und vielleicht war sie auch abgesprochen mit Angela Merkel, die er vor kurzem getroffen hat. Herr Zimmermann, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Gern geschehen.